Nächstes Spitzenspiel in Liga 2 an Spieltag 13. Wir reisen zum 1. FC Nürnberg. Das hat doch Bundesliga-Charakter. Nürnberg mit echtem Stadion und auch mit echter Hymne, hoffe ich. Ich habe extra die Audio mal angestellt, dass wir uns das hoffentlich mal anhören. Und deswegen starten wir direkt rein. Heute auch wieder mit Kone vorne. Also ich stelle wieder auf 4-1-2-1-2. Los geht's. So, da sind wir. Max-Morlock-Stadion. Echtes Stadion von Nürnberg finde ich sehr, sehr geil. Und wir gucken mal, ob wir die Hymne im Hintergrund hören. Man hört sie ganz leise. Ich finde mit eine der schönsten Hymnen. Sehr schön. Also hier, Johannes Geis. Ach, vertrautes Gesicht. Genau, der hat mal bei Nürnberg gespielt. Ehemaliger Nürnberger. Ein Tor heute gegen seinen Ex-Club wäre ja auch nicht schlecht. Sehr schön. Ach, dieses Flöten-Solo. Und jetzt gibt er nochmal Gas. Sehr schön. Ich finde so neben Hannover 96, die haben auch eine gute Hymne. So von den Zweitligisten jetzt her. Hamburg auch. Aber Nürnberg ist auch nochmal eine ganze Ecke schöner. Die Legende lebt. So, also es ist alles angerichtet. Spitzenspiel. Beide mit derselben Formation. Genau, euer Club wird niemals untergehen, auch nach der heutigen Niederlage. Vielleicht, mal gucken, wer weiß das schon. Bin sehr, sehr gespannt. Das ist heute auch so ein richtungsweisendes Spiel. Wir haben gegen St. Pauli zwar gewonnen, ganz kurz vor Schluss durch so ein krummes Ding, aber gerade heute gegen so einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg, wenn du da gewinnen kannst, boah, das wäre auch nochmal ein großes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz. Aber das denkt sich Nürnberg natürlich auch. Von daher, ich glaube, es wird ein sehr offenes Spiel. Sehr zweikampfbetont, weil halt beide wieder dieselbe Formation haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr wildes Spiel wird. So, und da haben wir schon mal Geis und direkt. Der Konter, stimmt die Laufwege? Ah, Laufwege stimmt nicht. Da warte ich halt immer auf so, ja, auf die KI einfach, dass die mitdenkt. Da waren gerade oben zwei Leute, die denselben Laufweg gemacht haben. Da muss mal irgendeiner in die Mitte oder ein bisschen weiter nach außen, aber irgendwie ist das nicht möglich. Ich weiß nicht warum. So, jetzt vielleicht mal unsere beiden Schnellen heute vorne. Popescu nimmt Bernabei mit, das ist okay. Und jetzt Popescu mal durch die Mitte. Außen sieht er Baldock. Jawohl, gut gespielt. Und jetzt Baldock, kannst mal versuchen aus dem Winkel. Und Bittencourt. Und da ist noch ein Nürnberger dazwischen. Wahnsinn, schöner Schuss. Das wäre wieder die frühe Führung gewesen. Oh, und dann kriegt er die Fußspitze dann noch hoch, je nachdem, wer es war. Der 34er. Merke ich mir auf jeden Fall. So, erster Eckball. Bittencourt. Jetzt haben wir weniger kopfballstarke Leute, aber einen haben wir. Toprak, der spielt immer. Kone, Alexandropoulos natürlich auch wieder mit dabei. Toprak und jetzt mal Kone. Und natürlich ist wieder ein Bein dazwischen. Was auch sonst. Aber weiter geht's hier. Geis. Nochmal Alexandropoulos. Nochmal Geis. Ah, der könnte es auch mit links eventuell. Popescu jetzt wieder hier alles zugestellt. Echt. Da könnte ich einmal ausrasten, Alexandropoulos. Schade. Tja, Fans verschränken die Arme. Gut, der ging auch ein bisschen weiter vorbei. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Das hat sich, glaube ich, gegenüber FIFA 22 Beginn vor einem Monat ungefähr auch stark verändert, dass wieder viel mehr Autoblocks mit hinzugekommen sind. Ich weiß nicht warum. Viel mehr Autoblocks. Viel mehr Autoblocks als zu Beginn, das fällt mir so auf. Und jetzt aufgepasst, Nürnberg kommt über Scheffler. Oh, da ist Mats Müller-Deli schön gespielt, immer Toprak. Oh, jetzt kriegen wir den Ball da hinten nicht weg. Doch. Und es klappt ja auch in dem Spiel ganz gut, ey. Wenn wir den Ball gewinnen, dass wir schnell umschalten, vorne mit unseren Schnellen. Wenn die Laufwege nämlich stimmen würden, Bernabei muss mal ein bisschen verkürzen. So, und jetzt am zweiten Pfosten, da läuft er doch wieder weg. Kone, da ist er. Kone! Oh nee, Kone. Schade. Nächste Chance. Ah, und weiter unter Druck setzen. Wir wissen gar nicht, wohin. Weiter unter Druck. Spielen es natürlich dann überragend raus. Was auch sonst. Aber egal, wir haben leichte Vorteile. Obwohl Nürnberg auch immer gefährlich ist. Wir haben trotzdem leichte Vorteile, bin ich der Meinung. Wenn wir die Mitte nicht so aufmachen, dann ist das alles okay. Wenn wir dann wieder schnell umschalten. So ein Ballgewinn
in Höhe der Mittellinie. Das wäre es. Oder jetzt. So, und dann geht es ganz schnell nach vorne. Dann muss es auch ganz schnell nach vorne gehen. Weil dann haben wir nämlich den Raum über Kone. Nächste Chance jetzt. Ah, 29. Minute. Alles richtig gemacht. Na, wohl nicht ganz, sonst wäre er ja reingegangen. Der Lupfer war aber genau richtig. Und dann war er ein bisschen zu hoch. Aber ihr habt gesehen, wenn wir den Ball so in Höhe der Mittellinie gewinnen oder bei uns sind und dann zack mit ein, zwei Bällen umschalten, das ist sehr, sehr gut. Wir könnten es natürlich auch noch ein bisschen breiter stellen, dass die Verteidigung auch ein bisschen auseinandergezogen wird. Aber ich lasse das erstmal so. Es funktioniert ja. Es klappt. Jetzt muss halt nur noch vorne der Sturm ihr Übriges tun. Schade, ansonsten sieht das gut aus. So habe ich mir das vorgestellt in der Formation. Hat gegen St. Pauli dann auch gut funktioniert. So, aufgepasst. Oh, Lo Kemper setzt sich dagegen Van de Veen durch. Und Van de Veen. Rustikal, aber es gibt den Freistoß. Es gibt den Freistoß noch, okay. Wo war ja, ich ahne Schlimmes. Ach, der 34er wieder. Rausch. Konstantin Rausch, ist das richtig? Aber die führen den nicht kurz aus, oder? Nee. Oder? Valentini schießt den direkt. Schlecht geschossen, Pavlenka. So, jetzt vorne. Zu schnell. Nee, nicht zu schnell. Genau das müssen wir machen. Umschalten. Und ganz unten, den sieht er natürlich. Bernabei schaltet sich mal mit nach vorne ein. Große Chance. Den kann er auch mal selber machen. Oder oben hat er das Auge. Nein! Nicht da oben. Ganz oben. Ach, schade. Da wollte das Spiel dann wohl wieder nicht. Wenn das Spiel nämlich gewollt hätte, dass er dahin spielt, dann hätte er dahin gespielt. Weil das war nämlich eine Monsterchance. Wenn der oben ankommt, steht es eventuell schon 1-0. So bleibt es halt weiterhin beim 0-0. Das meine ich wieder. Unscheinbar dribbelt nach außen. Aber es wird dann gefährlich. Nochmal. Wieder die Ballrolle. Schön gedribbelt. Oh, jetzt wird der 30 Mal abgefälscht. Oh nein, da ist die Führung. Durch Manuel Schäffler mit Ansage eigentlich. Als der Toprak da ausgedribbelt hat mit einem Wackler, dann war mir eigentlich schon klar, dass der reingeht. Ja, unglücklich. Bisschen schmeichelhaft auch, muss ich sagen. Aber gut, wir sind selber schuld. Wir nutzen die Chancen einfach nicht hier. Zack. Das hat uns halt gekillt. Und als dann da Schäffler den Toprak einmal ausgewackelt hat, war mir eigentlich schon klar, dass der reingeht. Schade, aber du kannst halt auch wieder nichts machen. Ich kann nicht jeden Spieler steuern. Da muss die KI halt auch irgendwie mal nach innen rücken. Auch mal ein Fuß dazwischen. Warum kriegen das die Gegner immer hin, dass der Fuß da automatisch dazwischen steht und wir nicht? Müsste ich mal in EA Headquarter Vancouver, Kanada anrufen. Was da los ist. Aber egal, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir haben auch gegen St. Pauli zurückgelegen. Da habe ich auch dasselbe gesagt. Wir schaffen das noch. Und ich bin heute eigentlich auch ganz guter Dinge, dass das noch was wird. Kone. Ja, warum nicht? Muss auch mal ein bisschen artistisch sein. Bernabei. Und jetzt Geis mit der Chance. Der hat mal ein bisschen Platz. Aber so nicht. Der war echt nicht gut geschossen. Ja, schade. 1-0. Ja, es ist schmeichelhaft auf jeden Fall. Also es hätte nicht unbedingt fallen müssen, weil wir halt da außen wieder ein bisschen gepennt haben. 8-2 Schüsse, ey. Überlegt mal. Aber ich würde es so lassen, oder? Würde ich vorne mal ein bisschen breiter stellen? Ich stelle einfach vorne nochmal breiter. Guck mal, ich habe es ja eigentlich schon breit gestellt. Ich mache mal bis auf 70 und dann mache ich auch mal schneller Aufbau und mache direkte Pässe. Also dass wir nach Ballverlust direkt, das ist jetzt meine Idee, die ich habe, nach Ballverlust direkt umschalten, so viele Leute wie es geht, nach vorne in die Breite. Weil so kannst du eine Mannschaft auch überraschen mit so überfallartigen, ja, Überfallmanövern. Überraschungsmanövern, aber da muss natürlich auch die Passgenauigkeit da sein, ne? Nützt sonst alles nichts. Da kannst du das Spielfeld noch so breit machen, wie es geht. Das nützt dann alles nichts. Geis, Alexandropoulos, unten ein bisschen Platz. Baldock, ja, wir haben jemanden Kopfballstarkes in der Mitte, denk dran. Guck mal, aber ich bekomme das nicht hin, ey. Ich werde gleich immer hier von 100 Mann zugestellt, gefühlt. Muss dann halt mal außen rum. Über Geis, bitten kurz, setzt er sich ab, da ist er. Ah, dann kriegen wir den nicht. So, jetzt ist halt die große Gefahr auch da, dass wenn wir den Ball verlieren, dass die Nürnberger schnell umschalten, aber genauso gut, dass wir schnell umschalten. Ich sag ja, wildes Spiel. Ein ganz heißer Ritt hier, das geht noch hin und her. Aber jetzt nicht über Pacen natürlich. Nicht über Pacen, zusehen, dass man die Position hält und aber trotzdem nach Ballgewinn schnell umschalten.
Loh Kemper aufgepasst. Gegen Van de Feen. Ja, mehr als gut stehen und dann in den Zweikampf reingehen geht nicht. So, das war richtig gut gemacht. Und jetzt wieder umschalten. Bernabé will ich oben anspielen. Ich sag's am besten immer vorher, dass ihr wisst, wo ich hinspielen will. So, jetzt mal Bittencourt mitnehmen. So, und unten wäre eigentlich frei. Popescu, da läuft er ein. Der war richtig, da muss er auch durchlaufen. Popescu, schade. Schön gemacht. Guter Laufweg, guter Schuss. Ja, aber dann doch 1-2 Meter vorbei. Weiß ich nicht. Jetzt mal 4-2-3-1. Ich weiß nicht, jetzt ist vielleicht wieder so eine Formation mit nur einem Stürmer vielleicht ganz gut. Aber im Prinzip auch nicht. Ihr seht, Nürnberg macht Fehler. Warum man nicht zum Ball hingeht, weiß ich auch nicht. Die Nürnberger machen halt auch Fehler. Müssen wir eigentlich auch irgendwie mal ausnutzen. Außen Bernabé kriegt er den. Ja, schön gemacht. Und jetzt Flanke an zweiten Pfosten. An Freund und Feind vorbei. Schade. Ja, wir sind dran, wir sind dran. Und wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich einen Schlag ins Gesicht. Und Nürnberg macht das zweite Ding. Geis. Gut nachgesetzt. Weiter, weiter. Komm. Auch mal hier Team, ruhig das Teampressing aktivieren. Und dann gleich das 2:0 wahrscheinlich eingeschenkt bekommen. Scheffler, Deli. Mats Möller. So. Ich lasse nochmal die Formation. Das ist ganz gut gerade. Auch wenn wir natürlich noch hinten liegen. Irgendwann muss ich auch ein bisschen was verändern. Toprak. Geist geklärt und jetzt wieder schnell umschalten. Vorne 3 gegen 3, jetzt 4 gegen 3. Guck mal, was macht Bittencourt? Er lässt sich einfach nach hinten fallen. Warum? Gut von Alexandropoulos. Macht doch einfach den Weg weiter. Oh, mit nach vorne. Ganz wild hier gerade. Bernabé, Popescu mit der Chance. Unten, ganz unten, da ist Kone, der muss jetzt rein. Und da ist der Ausgleich. Endlich mal gut zu Ende gespielt. 69. Minute. The African Group ist hier am Tanzen in Nürnberg. Obwohl nur zur Hälfte. Aber das war mal richtig gut gespielt. Popescu, Spiel breit gemacht. Azalé in der Mitte zieht noch den einen Innenverteidiger mit rein. Und somit hat Kone hinten den Platz, die Zeit. Und den muss er dann natürlich machen. In den Winkel. Ganz rustikal. 1-1. Sehr schön. So, wir machen genauso weiter. Das ist nämlich gut. So von der Ausrichtung her, so von der Spielidee her, ist natürlich auch riskant hinten, wenn wir zum Beispiel 2 gegen 2 sind oder 3 gegen 2 Unterzahl. Aber dafür ist ja dann vorne jemand frei. Und Bittencourt hoffe ich, dass der echt nicht mehr abstoppt. Der soll mit nach vorne gehen. Der soll mit nach vorne gehen, soll vorne irgendwie einen Mann ziehen. Dass unsere Stürmer da vorne ihre Geschwindigkeit ausspielen dürfen. So, eine Viertelstunde vor Schuss. Es ist ein Spitzenspiel auf jeden Fall. Viel drin, viel geboten. Langweilig ist es auf gar keinen Fall. Das werden auch die letzten Minuten nicht sein. Popescu, ah, mit Ansage, dass der nichts wird. Aufgepasst. Die Mitte, das ist ganz wichtig, dass wir immer die Mitte irgendwie dicht bekommen. Auf der Außen können sie so viel machen, wie sie wollen. Aber sofern sie in die Mitte ziehen, die muss dicht sein. Die muss echt zu sein. Köpke gegen Baldock, da kommt er nicht hinterher. Aufgepasst, jetzt wird es wieder haarig. Mats Möller-Deli. Kleiner, wendiger Mann, aber das haben wir gut hinbekommen. So, und wieder auf die andere Seite, da ist ganz viel Platz. Popescu, komm, und jetzt schickt er Azalé in den Lauf. Oh, das war ein bisschen zu doll, aber egal. Azalé jetzt mit der Chance. Pfosten, aber nachgesetzt, komm. Ach, das gibt's nicht, ey. So schön freigespielt, schöner Pass. Und dann hätte ich auch eigentlich wieder einen Mann, das heißt ein Mann, noch einen Meter gehen können, mindestens. So, andere Seite wieder, Köpke. Gegen Geis. Ah, schön gemacht und ach, da musst du nicht Freischuss geben, ehrlich. Bringen wir Weiser nochmal rein für 5 Minuten wenigstens, dass er auch zufrieden ist. Aber da musst du keinen Freischuss pfeifen, oder? Da musst du halt for real einfach keinen Freischuss pfeifen. So, Rausch mit der Flanke, Ecke. Ach, Quatsch, Ecke, Freischuss. So, und jetzt nächste Chance nach vorne. Popescu gegen Kraus. Ja, vorne ist niemand. Müssen wir ein bisschen warten, ein bisschen verzögern. Rückt niemand nach. Bernabé auf der Außen hat Bock. Da ist er. Die anderen rücken jetzt auch nach. Sehr schön. Und jetzt die Chance. Bittencourt hat Platz. Bittencourt! Und wieder 89. Minute. Und wieder ist es das 2-1. Der Mann der späten Tore in den letzten Spielen. Wahnsinn, wie gegen St. Pauli. Ich glaube, da war es auch die 89. Minute. Und wir haben es endlich mal gut ausgespielt. Gewartet, nachgerückt. Und gerade noch Bittencourt ein bisschen angezählt.
schön gemacht. Da hätte ich sogar noch ein, zwei Schritte gehen können, aber egal. Führung ist das Wichtigste und genau diese Spiele muss ich jetzt gewinnen und das muss ich jetzt auch bis zur 90. Minute hier bis zum Schlusspfiff durchhalten. Das sind dann nämlich immens wichtige drei Punkte, dann wären wir vor Nürnberg und dann müssen die anderen halt auch mal, ne? Dann sind die anderen auch gefragt. Es gibt auch nur eine Minute, dürfte rum sein. Ja, voll. Also, Sieg im Spitzenspiel in Nürnberg. Ganz knappe Kiste, wieder ein Rückstand gedreht, wieder in der 89. und wieder Bittencourt. Der Mann der Spiele so ein bisschen. Der Mann hat uns immerhin 6 Punkte gebracht. Sonst wären es halt jetzt nur 2 aus 2 Spielen. Jetzt sind es 6 aus 2 Spielen, sind schon mal 4 Punkte Unterschied. Das kann am Ende der Saison was ganz Großes ausmachen. So, Moussa Kone. Und von der Statistik her auch wieder weniger Pässe, weniger Ballbesitz. Da bin ich gar nicht böse drum. Von mir aus habe ich auch nur 20% Ballbesitz und gewinne die Spiele. 1-0, 2-1. Das ist mir ja egal. So, jetzt muss ich die Musik wieder ausmachen, weil ich wollte jetzt eigentlich nur für die Nürnberg-Hymne einmal die Musik hier anmachen. Ansonsten habe ich immer, jetzt seid ihr mal live mit dabei, das hier unten aktiviert. Du streamst FIFA oder nimmst deine Spiele auf. Diese Einstellung deaktiviert jegliche Musik, um Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen. Was das hier sein soll, Generic Setting Description, da könnt ihr ja auch mal nachfragen bei FIFA, was das jetzt seit neuestem ist. Muss auch irgendwas mit der Lautstärke zu tun haben. So, Positionswechsel bei Baldog. Oh, sind die 52 Millionen Wochen endlich rum? Dann können wir den endlich vom rechten Außenverteidiger zum rechten Verteidiger ummünzen. Das ist Wahnsinn, ey. Dass man vom rechten Außenverteidiger zum Innenverteidiger, rechten Außenverteidiger zum rechten Verteidiger einfach so viel Wochen braucht, das erschließt sich mir nicht. Muss ich ehrlich sagen. So, und damit haben wir den zweiten Platz erobert vor Düsseldorf. Die Punktgleiche sind Nürnberg aber auch nur mit einem Punkt Rückstand. Darmstadt ist auch ganz knapp dahinter. Kiel vorne hat mal so ein kleines Polster von 3 bzw. 4 Punkten. Hamburg ist Sechster. Also, da werden wir noch ganz viel Spaß haben in der zweiten Liga, glaube ich. Und das ist dann auch mal eine Karriere, die auch wirklich bis zum Schluss Spaß macht, wo auch 3, 4 Mannschaften am letzten Spieltag um Platz 2 kämpfen, um Platz 3 kämpfen. Und das ist ja das, was ich auch möchte, das, was ich immer gewollt habe. Also wenn man so eine positive Sache rausziehen will am Karrieremodus, dann ist es dieses Jahr wirklich diese Spannung, diese knappen Spiele. Ich gewinne jetzt auch weniger Spiele mit 3, 4 Toren Vorsprung. Ganz selten mal, so wie gegen Sandhausen und gegen Ingolstadt, das hast du halt immer mal. So, Schalke, vom Namen her auch eigentlich Bundesliga. Ich muss jetzt gerade nochmal hier bei der Mitteilung gucken, da hatten wir irgendwas wegen Taiwo Awoniyi. Den habe ich einfach mal so just for fun beobachten lassen. Eventuell schon mal ein bisschen vorausschauend, wenn wir dann aufgestiegen sind, hoffe ich, für einen neuen Stürmer. Den finde ich zum Beispiel richtig gut, richtig klasse, setzt seinen Körper gut ein, schießt seine Tore. Ich fand den am Anfang auch so ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen, als ich den die ersten Spiele gesehen habe. Aber mittlerweile, der bombt für Union. Der bombt richtig gut. So, Ilya Grujev möchte den Spieler verpflichten. Ja, können sie machen. Sepsi OSK SF Kyogre. Ja. Mach mal. Scheint sein Heimatverein gefühlt zu sein. So, Schalke 7. Wir sind 2. Wir müssen diese Position jetzt verteidigen. Hamburg hat schon gewonnen. Darmstadt hat verloren. Die Punkte einfach müsst ihr euch irgendwie einrahmen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part und ciao.